So, herzlich willkommen zurück zum Daily Ranking hier in Rocket League. Hab mir gedacht, wir machen es nochmal ein bisschen schwerer für uns, deswegen fahren wir eine Runde S-Pawn. Zack, 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 zack. Hätte ich vielleicht vorgehen können, um da zu helfen. Aber ich dachte mir, macht mein Team schon. Und gut gemacht. Der hat gefailt und der hat einen Rang gemacht. Ich habe noch diese schöne Antenne hier bekommen mit dem aufgespießten Fisch, wo ich noch gar nicht wusste, dass es die gibt. Er hat mich ernsthaft zur Seite geschoben. Erfolgreich. Jetzt habe ich keinen Boost mehr. Tja, hätte ich doch hochgehen müssen. Ich habe mir gerade gedacht, gehst du dann? Habe ich gehört, dass einer von meinem Team boostet und gerade geflogen ist. Und ich habe gedacht, nee, machst du nicht. Hätte ich machen müssen. Aber warte, gut gespielt. Kein Boost, hier ist auch keiner. Reingegeben. Oh, nicht! Kickt mich weg. Oh. Ich hätte ihn halt nochmal gemacht. Und dann kommt der angeballert, zack. Und macht's einfach nur unglaublich panikerfüllt. Drückt er alles durch. Ich komme nicht ran. Was wird denn das jetzt einer lief? Wahrscheinlich direkt salzig. So bad. Ich muss schneller spielen. Das ist eigentlich meine Stärke. Weniger nachdenken, mehr Nachgefühl. Ich dachte, er macht ihn direkt auf mich zurück. Gut abgewehrt. Gut abgewehrt. What? Ich hätte einen ziemlichen Tick zur Seite bekommen. Hätte ich wahrscheinlich das Dashen sein lassen müssen. Komm schon. Ich reiche wieder rechtzeitig unten. Ich bin eigentlich auch noch im besseren Level hier. Die sind mir echt gerade vor der Nase weg. Kein Boost. Oh Gott! Oh, ich dachte, er macht ihn die ganze Zeit, treffen die Bälle nur diesen ein.
Auf Gefühl vertrauen. Na, komm ich nicht ran. Furcht dann. Ja, da ist er gelieft. Sehr schön. Wer hat das geschrieben hat? Ja. Schön. Oh Mann. Menschen, die es nicht ertragen zu verlieren. Zu schnell. Um den irgendwie zu nehmen, da hätte ich schon direkt vorm Tor stehen müssen. Weit oben. Komm ich. Kommst du denn her? Du warst gerade nicht da hinten. Ach, verdammt. Den habe ich nicht gut gespielt. Den habe ich nicht gut gespielt. Ich muss jetzt mal reinkommen wieder. Neue Runde, neues Glück, los geht's. So, verteidigen. Ne, klappt nicht. Nee, so klappt's auch nicht. Fies. Wie der Flock. Sehr schön, hat er mitgenommen. Ne, aber der Rapskader, ne? Bisschen. Zieht ein bisschen nach. Wow! Wow, nice! Den dort oben so runter zu kriegen, krass. Der war fies. Der war richtig fies. Reingemörsert. Ich habe gerade nichts damit zu tun, ob wir hier gewinnen oder verlieren. Das ist ein bisschen schade. Na, verdammt. Ich mach den Faceplant wieder. Wollte ich eigentlich verlängern. Hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Pass. Dass ich den noch gemacht habe, war einfach nur, weil ich zu langsam war vorher. Ich war nur der Einzige, der nicht schon viel gesprungen ist. Ja, weil sie anfährt, also fahren wir auch an. Ich glaube, ich bin eiskalt. Mein Boost. Ich mal zurück. Weil ich auch kein wenig Boost habe. Wow.
Ich hätte den großen Boot mitnehmen müssen. Ach, er ist im Weg. Er war im Weg und hat's geblockt. Die hocken halt wieder beide auf dem Haufen gerade. Und drüber gecrasht. Vielleicht nicht dagegen fahren, wenn dort einer steht. Direkt runter. Oh fuck, ich dachte, sie spielen gegen mich. Oh Gott! Die Verlängerung wieder vors eigene Tor, Mann. Da, warum? Warum? Warum fahre ich von der Seite überhaupt den Ball an? Vollkommen unnütz. Oh Mann. Ja, da ist er vors Tor gerollt. Hat nur jemand da so ein bisschen zu machen. Ach, nö. Ich dachte, ich kann dem im Runterfallen mitnehmen. Boost. Ach Gott, was macht er denn hier? Hui, fahren alle vorbei. Oh Gott, das ist ja gerade Pest gegen Cholera. Und ich war wahrscheinlich Pest. Aber nur gewonnen, weil der Gegner noch schlechter war als wir. Ich bin wieder aufgerankt worden dadurch. Krass. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt Solo oder... Ne, es war nicht Solo, es war das Normale, okay. Indem ich aufgerankt wurde. Huch, da hätte ich nicht festblenden dürfen. Okay, sie spielen den gerade ganz gut. Zum Gegner-Tor. So. Sieht so, geht zu früh gesprungen. Muss ich auch, wenn ich mich hier nicht überspielen lasse. Das war gefährlich. Was tue ich denn? Erstmal ins Tor stellen. Ganz entspannt. Ganz locker vom Hocker. Dann geht's jetzt mal Richtung Tor.
Ach, ich hoffe, keiner von denen war halt da. Ich wollte hier eigentlich, dachte ich schon, dass sie den spielen und deswegen wollte ich ihn aufhalten. Aber er ist halt einfach nur liegen geblieben. Dann war keiner da, um ihn zu verteidigen. Mal wieder alle im Angriff, alle auf die Jagd. Inklusive mir. Oh, krieg ich nicht, den krieg ich nicht. Der wäre eher dran gewesen. Ja, danke. Diese Wows. Ihr versucht nicht mal zu verteidigen, aber ihr macht Wow, wenn ich die Verteidigung nicht hinkriege. Herzlichen Glückwunsch. Ja, bleibt nicht mal am Tor nach beim Anstoß. Wenn ich direkt aufs Tor gegangen wäre, wäre Pech gewesen. Ja, spiel ihn halt zurück wieder vor unser Tor. Ja, dankeschön. Und die machen halt Wow. Bei meiner Verteidigung. Um 47 Uhr zu gehen lassen. Saved. Inzwischen bin ich sogar MVP in unserem Team. Ja, und der Steigende steht wieder im Tor im Weg. Ja, er geht nicht in die Verteidigung. Kann ich auch mal Wow machen. Das Spiel ist eh durch. Ich muss jetzt aber doch mal fragen, warum sie niemals verteidigen. Fuck my win streak, ja. Okay, nice. Es geht nur um die Winstreak und nichts anderes. Es geht nur um die Winstreak. Ach, verdammt. Nein. Das ist halt so. Kann nicht verteidigen, aber sag was zur Winstreak. Ach, ich bin seitlich. Ach Gott, ich kann nicht predikten bei denen, wie die den spielen. The fucking fuck. Ich spiele ja gar nicht. Im Zweifel. Macht ihn einfach nur hoch. Nicht mal irgendwie gefährlich.
Tor machen wir noch. Ergebniskorrektur hier. Tja. Spiegelt nicht ganz wieder, wie ich gespielt habe. Der Punktestand. Und vorbei. Ah, Ende liest doch irgendwie. Am Ende haben wir sogar zusammengespielt, ganz gut, aber. Ja. Ja, Blutrose Winstreak. Alles klar. Das war's wieder fürs Daily Ranking. Wie gesagt, heute mal eine Runde Esper gespielt. Einfach mal Lust drauf, den mal wieder rauszuholen. Mit dem kann ich eigentlich ganz coole Spielzüge machen, die mit anderem aufgrund der Form nicht so einfach möglich sind. Deswegen überlege ich mir vielleicht, ob ich den noch ein paar Mal raushole. Anstatt Paladin sozusagen. Lieber mal Esper spielen. Ich mag auch den Sound von ihm ganz gerne. Naja, das war's erstmal für heute. Dankeschön und bis bald.